So, ich möchte diesen Film zeigen, wie ich bei einem Wiki den Zugang für die Schüler möglichst einfach mache. Stellen wir uns einfach mal vor, ich habe vielleicht in einem Wiki eine Seite, wie zum Beispiel diese hier. Das ist hier eine Unterseite. Und ich möchte da vielleicht noch auf einen bestimmten Abschnitt verweisen, damit die Schüler also genau an der richtigen Stelle gerade sind. Denn meine Erfahrung ist, dass Schüler da gerne mal Probleme haben und es nicht klappt. Und dann können sie eben eine Aufgabe, die man vielleicht hier, die sie hier erledigen sollen, dann leider natürlich nicht durchführen. Und damit das also keine Probleme macht, müsste ich ihnen am besten natürlich diese ganze Adresse angeben. Und das ist natürlich eine recht lange Adresse. Das kann man eigentlich auch nicht erwarten. So, was also machen? Eine Möglichkeit wäre, dass man einen Shortener verwendet, einen URL-Shortener, wie zum Beispiel hier von Google. Da könnte ich diese lange Adresse eingeben und die Schüler müssen dann nur noch eine kurze Adresse eingeben. Nun ist es aber so, dass ich ja das Thema mal wechsle, dass ich jetzt nicht immer hier bei diesem Thema bin, sondern vielleicht auch mal da. Oder dann weiter unten. Und wenn ich jedes Mal den Schülern eine neue Adresse geben müsste, wäre es umständlich. Also am besten wäre es, wenn sie eine Adresse haben, die sie immer wissen müssen und nichts anderes. Und sie kämen immer auf eben diese richtige Stelle, wo sie dann jetzt gerade am Arbeiten sind. Und dazu verwende ich etwas auf dem Wiki, und zwar die sogenannten Redirects, also eine Weiterleitung. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt hier in diesem Fall auf meinem Wiki und möchte für eine weitere Klasse, jetzt nennen wir sie einfach mal Klasse 8, einen Zugang festlegen und trage jetzt hier also ein den Zugang für die Klasse 8a. Und ich mache daraus einfach einen Link, einen internen Link. Und diesen internen Link, wenn ich das jetzt anzeige auf der Seite, den gibt es natürlich noch nicht, Seite nicht vorhanden. Ich lege den oder ich lege die Seite aber an. Und was ich jetzt mache, ist quasi dafür zu sorgen, dass von dieser Seite eine automatische Weiterleitung eingefügt wird, die eben zum Beispiel hier auf diesen Unterabschnitt führt. Dazu muss ich etwas Spezielles eintragen. Ich habe hier bei mir diese Vorlage. Ich müsste gucken, ich glaube, hier gibt es das jetzt nicht in dieser normalen Standardleiste, die enthalten ist. Auf jeden Fall fängt das immer an mit einem Doppelkreuz, dann groß geschrieben Redirect, also wieder oder Weiterleitung. Und Artikelverknüpfung ist quasi genau die Adresse, die ich jetzt hier habe. Titel ist gleich. Oder wenn die Adresszeile etwas anders ist, dann ist dann hinter dem Symbol hier, diesem Schrägstrich, dann direkt der gesamte Name mit dem entsprechenden Kapitel. Und dann trage ich das hier komplett ein. Oh, das war gerade. Hat nicht mit Kopieren funktioniert. Nochmal. So. So, und das ist jetzt also die Seite, auf der meine Klasse oder meine Seite Klasse 8a weitergeleitet wird. Ich speichere das Ganze ab. Dass es funktioniert oder dass diese Weiterleitung funktioniert, erkennt man an diesem speziellen Pfeil und dass das hier eben blau erscheint. Ich kann es ausprobieren. Und ich bin genau an der Stelle, wo ich bin, wo ich hin wollte. So, dass es eine Weiterleitung ist, kann man hier oben erkennen. Nee, kann man hier jetzt nicht erkennen. Normalerweise sieht man es immer. Jetzt gucken wir noch mal kurz. Von der Startseite habe ich ja Klasse 8a angeklickt. Und ich lande auch da, obwohl ich auf Klasse 8a geklickt habe, also direkt da. Hier sehe ich jetzt, das ist eine Weiterleitung von der Seite Klasse 8a. So, und wenn ich jetzt mit der Klasse 8a an einer anderen Stelle arbeite, muss ich diese Weiterleitung natürlich verändern. Ich gehe dann hier drauf, beziehungsweise zurück auf die Klasse 8a, bearbeite das und
verändere, zum Beispiel, indem ich dann zum nächsten Abschnitt gehe. Hier 3, 4 zum Beispiel das. Dann kopiere ich diesen Bereich, diesen Seitenabschnitt wieder und ersetze das wie vorher. Und dann wird an die andere Stelle weitergeleitet. So, das heißt, auf dem Wiki selber habe ich für jede Klasse eine bestimmte Weiterleitungsseite, die mir dann an die Stelle verweist, wo die Klasse gerade am Arbeiten ist. So, und da ich jetzt also immer eine Seite habe, die das Ziel ist, kann ich auch sagen, okay, wir gehen nochmal zurück auf die Seite dieser, es geht also nur direkt, wenn ich hier oben zurückgehe. Redirect gleich No erscheint dann eben. So, und diese Adresse ohne diese Redirect gleich No, die nehme ich jetzt und setze die hier ein, um da ein Kurz-URL zu bekommen. Ich habe jetzt hier also den URL-Shortener von Google. Das Interessante darin ist, dass diese Kurz-URLs, die ich hier habe, gespeichert werden. Und wenn ich die abspeichere oder hier mir ein Kurz-URL erzeuge, dann bekomme ich hier eben eine Kurz-URL. Man sieht auch, wohin das Ganze führt. Und was eben auch interessant ist, ich kann dann später, wir haben ja diese Adresse, nee, das war ein Fehler. Ich wollte zeigen, unter Details kann ich zum Beispiel auch erkennen, wann, wie viel Leute darauf zugegriffen haben. So eine kleine Überwachung, wer da schon drauf war. Dieser go.gl-Shortener bietet übrigens auch hier einen QR-Code an, den kann man den Schülern auch anbieten. Manche mit Handys mögen das vielleicht. Ansonsten müssen die Schüler sich also für die Zukunft nur noch diesen kleinen Code hier merken. Im Prinzip müssen sie eigentlich nur das da hinten sich merken. Jetzt der wäre sogar relativ leicht zu merken. Und sie kommen dann immer an die richtige Stelle, müssen sich nichts weiter merken. Gut, die Adresse der Homepage könnten sie natürlich eventuell auch sich merken, für den Fall, dass sie eben mal zurückblicken wollen auf irgendeine andere Stelle. Ja, aber so hat man eben die Möglichkeit, relativ einfach den Zugang für eine Klasse zu ermöglichen. Und ich lande genau dann an der Stelle, an der ich sie haben will.